Ja, ja, spannenderweise, wir waren ja insofern schlau, als dass wir uns gestern ein Rezept überlegt haben. Genau genommen haben Alex und Elle sich diese Komposition, die es heute gibt, überlegt. Und so gibt es das von Alex auserwählte Zitronenhähnchen. Das Zitronenhähnchen haben wir natürlich in Fresh Lemon Marinade mariniert. Das Hähnchen habe ich schon vor anderthalb Stunden ungefähr in eine Marinade geschmissen. Und dazu habe ich von dieser wunderbaren Bio-Zitrone 3/4 der Schale abgerieben, sodass wir hier drin einmal die Fresh Lemon Marinade haben und für den extra frische Zitronenkick noch die Zeste, den Abrieb dieser Zitrone. Das ist also richtig fresh. Die ganzen großen Streamer machen jetzt, sagen jetzt alle immer fresh. Dazu machen wir, jetzt kommt Alice' Idee, Knoblauchbaguette. Knoblauchbaguette und zwar die Deluxe-Variante mit schwarz fermentiertem Knoblauch, den wir in dieser wunderbaren Dose bereithalten. Mit Black Garlic werden wir das Knoblauchbaguette machen. Weil das Ding sind, wie, egal. Wir machen das komplett basic jetzt. Das machen jetzt ein Gasgrill. Also, das ist ein Gasgrill. Ich habe folgende Thematik. Ich möchte gleich Hühner hier drauf grillen, also Hähnchenbrustfilet. Gleichzeitig möchte ich aber auch Maiskolben grillen und ich möchte dann auch noch Baguette hier drauf grillen. Und nun habe ich folgenden Umstand, dass Julian erstmal die Roste sauber macht. Nee, ich wollte dich ausreden lassen erstmal. Ich habe jetzt die beiden Brenner hier angemacht, also hier diese beiden Brenner sind jetzt an, sodass diese gesamte Fläche die direkte Zone sein wird. Und hier kann ich indirekt grillen und ich hoffe, dass ich damit ganz gut klarkomme. Hähnchen erstmal hier rauflegen, Hähnchen könnte man auch auf der Sizzle Zone, aber ich finde Sizzle Zone Hähnchen nicht so geil. Zu scharfes Anbraten beim Huhn finde ich nicht so gut. Welche Problematik erwartet jemand, wenn er Hähnchen auf den Grill legt? Was passiert sehr häufig? Es klebt sehr häufig fest am Rost. Wird in dem Fall definitiv nicht passieren, denn wir haben eine Ölmarinade dran. Es ist also schon Öl dran. Und wenn ein Rost wirklich warm ist und da Fleisch raufkommt, dann sollte auch gutes Hähnchenfleisch nicht dran kleben. Das heißt, welchen Tipp hast du, wenn man jetzt die Marinade gerade nicht hatte? Man kann es einölen. Man kann es einölen oder auch die Roste einölen. Ich würde aber dann das Huhn einölen, nicht den Rost, denn darunter das Feuer. Und wenn man nicht einölen wollen würde, wann würdest du es drehen? Erst, wenn es sich von selbst löst. Das wollte ich die ganze Zeit hören. Wunderbar. Das ist nämlich der absolute Trick bei Hähnchen. Ich habe mich gerade da letztens noch drüber diskutiert. Alter, ich kam mir weil's immer, ja, weil es immer hieß, ey, das klebt doch da immer dran. Ja, das stimmt dann, wenn der Rost nicht heiß genug war oder man nicht die Geduld hatte. Also erst flippen, wenn es sich von alleine löst. Ja. Das ist der Hähnchentrick. Wenn ihr euch fragt, wie reinigt man eigentlich so einen Gasgrill, ihr braucht eine Bürste. Ein Bürsten. Und geht damit einfach über die Roste. Und dann ist der auch sauber. Da braucht mir auch keiner was anderes erzählen. Das ist ein Grill. Der am besten nicht, über die heißen Roste, oder? Der muss nicht glänzen. Nee, auch über die kalten geht auch. Ich mache jetzt mal ein bisschen buttrige Kräutermarinade schon mal hier rein, weil ich will die nicht nachher über den Maiskolben so ergießen. Die Frage ist nur, ob die als Marinade nicht ein wenig zu intensiv ist, wenn ich nur die Marinaden nehme und die Maiskolben mit einpinsel, ob man das sozusagen auch noch mal verdünnen sollte. Zum Beispiel mit ein bisschen Öl einfach oder Zitronensaft noch oder was auch immer. Was sagst du, Julian? Glaube ich nicht. Bin mir sogar relativ sicher, dass es so passt. Tja, Leute. So looks it out. Buttrige Kräuter. Wir wollen doch dann essen. Ich habe Hunger wie Sau. Wunderbar. Außerdem wird's kalt. Wo wir gerade Black Garlic benutzen, was ja wirklich ein Bestseller bei uns ist. Wer von euch im Chat hat mal Black Aged Pepper benutzt? Das ist mein absoluter Geheimfavorit, ohne Scheiß. Obwohl es indirekt da ist der Brenner. Ja. Hier ist er aus. Dann geht's. Ihr seht das schon. Ihr seht das schon. Dann das die Banane. Da. So, da seht ihr braune schon. Röststreifen, das ist es, was wir wollen. Das nicht ist der so wie beim Maiskolben hier, wunderbar, schön schwarz. Das ist der Geschmack. Moment, ich muss noch mal ein Pinseletti machen. Oh, das wird aber fantastisch, ne? Muss ich sagen. Guck mal, ich habe jetzt gar nichts Neues hier aufgenommen mit dem Pinsel, nur die Restmarinade, die noch dran war, erstmal genutzt. Ja. Und alles Rezepte, wo man ein bisschen öfter den Grill aufmacht. Und dadurch haben wir ein bisschen mehr Hitze hier auf unserer Seite. Die Butter ist geschmolzen und in diese Lufthöhlen eingedrungen. Und ich glaube, dass wenn man. Aber so machst du die halt ein Top-Kräuterbaguette für zu Hause. Ja, ja. Ne? Also ist super easy, aber das ist 10-mal geiler als. Und drunter Knusprig. Ich probiere mal. Boah. Mhm. Mhm. Ja. Und. Ey. Also das ist 10-mal besser als diese ganzen gekauften. Findest du, dass die viele Butter ein Fehler waren? Nee, ne? Nee. Genau richtig, weil du reinbeißt, ist es so schön schmatzig. Ja. Ich habe da letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Dieses Buch ist im Prinzip das, was wir uns in 8 Jahren angeeignet haben. An Wissen ist in diesem Buch drin. Deswegen ist es auch ziemlich dick, wie man vielleicht sehen kann. Und es ist vor allen Dingen sehr viel Technik und Wissen verbaut, sodass man danach unserer Meinung nach auf jeden Fall jeden Grill perfekt bedienen kann. Das Thema Rezepte kommt natürlich auch drin vor. Aber ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Kompendium aus unserem Blog. Ja? Der ist zusammengefasst in ein Buch.
Und da muss man nichts mehr irgendwo gucken, sondern man hat alles griffbereit hier drin. Und der Punkt ist, wir haben gesagt, wir möchten gerne Spiegel-Bestseller werden. Das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn man relativ viele Verkäufe zum Start des Buches hat. Ja. Und deswegen müssen wir jetzt diesen Vorverkauf pushen und dafür sorgen, dass am besten viele von euch vorbestellen, damit an dem Tag der Veröffentlichung quasi ein Peak kommt und wir die Chance haben, Bestseller zu werden. So habe ich mir das ungefähr erklärt. Ja, ich schneide einfach mal rein und guck mal, ne? Mach mal. Yes. Oh, 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 ja, ja. Oh ja, oh ja. Mmh, Alter. Ja? Schmeckt überhaupt nicht? Es ist Zitronenhähnchen, ne? Und das schmeckt auch so. Geil. Alter, voll gut, ne? Oh, das ist auf jeden Fall fresh. Ich übersetze eben, schmeckt's nicht. Für mich zum Beispiel, für mich ist die Zeste zu viel. Wenn ich das machen würde, würde ich das ohne Zeste machen. Mmh. Aber ich bin auch nicht so ein Zitrus-Fan. Und ich finde, die ist richtig geil abgestimmt. So gerade bei Seafood und so finde ich die voll geil. Aber mir ist das jetzt schon durch die Zeste relativ intensiv. Schmeckt super, aber wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es ohne Zeste machen. Also ich sag's ganz ehrlich, ich finde es sogar mit noch Zitronensaft drüber noch geiler. Dann machen wir nochmal ein Stück halt richtig, Zitronensaft. Auch mal probieren. Richtig Zitrone, ne? Was ich sagen wollte, durch die Marinade, die Konsistenz des Huhnes wird durch die Marinade anders. Nämlich noch geiler. Noch geiler, zarter. Ein bisschen wie wenn man Huhn so Tandoori-Style macht, also wirklich so 24 Stunden oder 36 Stunden so einer Joghurtmasse einlegt, da wird das auch anders. Beim Inder, das Huhn ist immer, finde ich, sehr zart und das ist hier auch einfach nur genial. Super saftig, zart, geschmacksintensiv. Soll ich nochmal das Baguette machen? Wo wir gerade bei Worten sind. Naja, mach das bitte nochmal. Ja, ja, da möchte ich nochmal einen Bogen zum Anfang dieser Sendung schlagen. Dieses Wort fresh. Was ihr beide gesagt habt, was ja so neu ist. Das hat Monte, glaube ich, vor 5-6 Jahren mal gesagt. Yeah. Naja, im Moment sagen das auf jeden Fall. Echt? Ja, dann, ja, dann muss ich mich entschuldigen, dann bin ich nicht im Thema. Aktuell ich ist das gedacht, so ein ich Ding. Hätte gedacht, dass das so ein Ausschnitt von Monte ist. Ich finde, das Konzept Schule finde ich in vielen Fällen ausbaufähig. Ich kann aber auch nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Und ich kann euch sagen, also zum Beispiel das Thema Geschichte, ne, ist ja wirklich ein wichtiges Thema. Und man sollte auch sicherlich grundlegende Dinge über die Geschichte wissen. Das sehe ich total ein. Ja. Aber wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich da gesessen habe und kein Wort mehr verstanden habe und auch überhaupt nicht mehr mitgekommen bin, was ich die Zeit in bessere Projekte hätte investieren können. Gut, ich finde, aber man sollte, egal welche Schulform, sollte man irgendwann gegen Ende beigebracht bekommen, was sind Versicherungen, was sind Steuern. Total. Wie schaffe ich es sozusagen nicht, Schulden zu machen oder solche Geschichten. Also einfach wichtige Sachen, die einen aufs Leben vorbereiten. Dass unabhängig, auf welcher Schule man ist, ist meiner Meinung nach sehr wichtig eigentlich, das den Kindern am Ende der Schulaufbahn noch mal mitzugeben. Also ich sehe schon, wir werden das Schulsystem nicht mehr reformieren. Müssen wir kann ich nur sagen, wir haben ein Buch geschrieben. Genau. Das Buch. Und wir hatten alle in Deutsch schlechte Noten. Ja, so. Ja.